Jo, willkommen zurück bei World of Tanks und diesmal sieht es nicht so super aus. Würde ich sagen, Stufe 4 bis 8. Also das ist übertrieben. Das ist ein bisschen übertrieben, würde ich jetzt meinen. Warum kann ich weiter rechts? Alles stürmt da bis zu. Hey, ich kann nicht russisch, Mann. Scheiße, muss ich sagen, ganz ehrlich. Jetzt komme ich wieder so dämlich zügig. Ja, Mann, ich komme nicht vom Fleck. Ich komme nicht vom Fleck. Ja, das ist logisch, oder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ist das nervig. Ja, gut. Schauen wir mal schnell den anderen ein bisschen zu. Und mit der FPS-Index, nicht? Die sind ja völlig im Kalle drin. Achtung, hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Oh je, nein, ich schaue doch auch ein bisschen auf die Map. Ich schaue zwar auch nicht so oft auf die Map, wie man sieht, aber das ist doch jetzt wirklich ein bisschen schade gewesen für irgendeinen. Da merkt es aber, dass er an einem kommt. Achtung. AMX. Bam. Oh, da hat er nur. Oh. Neun zu acht, neun zu acht. Da hat er schön abgerundet, der Ringturm, muss ich sagen. Wie jetzt drin. Oh je, fast ballert er. Jetzt müssen wir nachladen.
Oder auch nur warten auch schon. So ordentlich gefragt, weil da die Bates haben. Und da wird da oben sie, ja da. Boah, Achtung, die Hummel! Der Hunger blieb dahinter stehen und wartet. Nein, hilf ihm doch ein bisschen. Das ist doch eine Nuss, das. IS-3 holt alles und dieser fährt einfach mit. Ja, ja, ich meine, ist ja nicht leicht, oder? Wollen wir mal irgendeinen Pupf abgeben, wer kann sagen. Stellt die wenigstens ein bisschen auf die Hummel ein. Ja gut, das kannst du natürlich hier kämpfen, das ist klar. Jetzt sind wir zu viert, hier drinnen. Also bei einer zweiten Stufe gehen, könnte man die Hummel noch holen. Ja, aber der knallt natürlich jetzt rein, das ist logisch. Und das war's. Hat wenigstens gewonnen, aber schade. Kette abgeschossen, aber ist natürlich freiwillig. Dann bist du freiwillig. Gut, was haben wir da? Überlegenheitsabzeichen 3. Klasse. Aufgaben, jo. Ja, da fangen wir jetzt wieder an. Ist klar. Ja, aber ein bisschen Schaden haben wir gemacht. Kleinen Schaden haben wir ja gemacht. Das ist ja nicht leid. So, jetzt haben wir schauen, wie viele da. Ah, da könnten wir jetzt holen. Aber das nützt mir nicht, weil da ist zu schwer für mein Gestellage. Das heisst, ich muss hier noch etwas holen. Dann habe ich da und da. Und dann kann ich mit 107 mm freischalten. Jo, so sieht das aus. Also, kann man noch schnell eins machen. Jo, machen wir doch noch schnell eins, komm. Erlenberg, ja, das ist also eine Map. Die kommt auch ab und an immer wieder. Sender 8, 5, 8, du mein. 6 oder 8. 8. Und wir mit unserem superschnellen Tank. Wo gehen wir durch? Das ist zu weit da hinten. Das ist ehrlich ein bisschen zu weit. Ich bin da. Dann leg mal los. Mir ja,
Ja, das platzieren. Ich bleibe mal da. Oh. Schon mit zwei Sachen wie hinter könnte jetzt irgendwas machen. Ich ja. Oh, da. Oh je, darum warten, da reise ich nicht mehr. Ja, super geil gewesen. Von wo komme ich da jetzt rein? Schon von der Dame oder von wem? Ja, mit 0 Points. Hier kommen wir vor wie am Eurovisionscontest. Ehrlich. Switzerland, 0 Points. Wobei am letzten Eisjahrschein irgendwie etwas gemacht, aber das ist ja, voll für sich. Aber eben, mir geht es im Moment auch oder so, muss ich ehrlich sagen. Mann, die FPS, was ist denn da wieder los? Wie ehrlich bin das zu schanzen? Okay.
I'm gonna turn to the other side. Oh, wait, I turned the pine address general. That one should have weg, huh? Dann haben wir jetzt einen mehr gestellt. Hinter dran. Komm, zeig die. Die Gründe mit der Bar. Mit einem Treffer. Oh je. Und dran das Rheinmetall. Boah, sick. Das war's. Das war's. Ja gut, haben wir noch etwas gerissen, also in dem Fall sage ich mal Tschüss zusammen und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.